Nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag spät abends auf dem Heimweg gehen dir folgende Fragen wieder durch den Kopf. Wann wird die hektische Jagd nach dem Auf und Ab der Börsen ein Ende haben? Wann werden die beunruhigenden Nachrichten über den zu erwartenden Krieg aufhören? Wann werden all diese Konflikte ein Ende haben? Wann wird all dieser Lärm vergehen und ich endlich Ruhe finden? Dann drängen sich wieder die großen Fragen auf. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Welch anstrengendes Leben! Diese Fragen stellen wir uns oft tief in unserem Inneren, aber die meisten Antworten sind weder Balsam für unser Herz noch tröstlich für unseren Verstand. Lass uns gemeinsam nach überzeugenden Antworten suchen und uns darauf einigen, von Anfang an unsere bisherigen Vorstellungen zu überwinden und mir mit offenem Herzen zuzuhören. Als du nach einem langen Urlaub morgens dein Büro betrittst, ist es aufgeräumt und dein Morgenkaffee noch warm, so wie du ihn magst. Du denkst gewiss, diese Ordnung beruht nicht auf einem Zufall. Jemand muss in dein Büro gekommen sein und es aufgeräumt haben. Dann hat er dir eine Tasse Kaffee gekocht und sie dir auf den Schreibtisch gestellt. Wer es getan hat, ist unwichtig, aber du bist dir sicher, jemand hat es getan. Ist es nicht so? So ist es mit deinem kleinen Büro. Aber was ist mit den Milliarden von Lebewesen, Pflanzen und unbelebten Objekten? Was ist mit dem fein abgestimmten ökologischen System, das das Leben auf unserem Planeten überhaupt erst möglich macht? Was ist mit dem ausgeklügelten Aufbau unseres Körpers? Was ist mit der Welt der lebenden Zellen, die die Wissenschaftler fasziniert? Und wenn wir, abgesehen von der Erde, in den Weltraum blicken, was ist mit dem riesigen Universum, das uns umgibt? Was ist mit den Milliarden Galaxien, ihren Sternen und Planeten? Kein vernünftiger Mensch würde glauben, dass die Ordnung im Büro das Ergebnis eines Zufalls ist. Wie kann man dann glauben, dass das große Universum so sorgfältig und präzise in seiner Anordnung nur ein Zufall ist? Allah der Erhabene sagt, oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden, oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Oder haben sie etwa die Himmel und die Erde erschaffen? Nein, vielmehr sind sie nicht überzeugt. Wir haben uns nicht selbst gemacht. Wir haben dieses Universum nicht erschaffen. Es ist auch nicht möglich, dass wir ohne einen Schöpfer entstanden sind. All das ergibt keinen Sinn. Es muss jemanden geben, der uns erschaffen hat. So fragt man sich also, wer schuf uns? Die göttliche Antwort lautet, oder haben sie einen anderen Gott als Allah? Preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Allah allein ist der Schöpfer dieses Universums und dessen, was darin ist. Weder bei der Erschaffung der Himmel und der Erde noch bei ihrer Ordnung hat er einen Partner. Wenn es in ihnen beiden andere Götter als Allah gäbe, gerieten sie beide wahrlich ins Verderben. Koran, Sure 21, Vers 22. Aber warum hat er uns auf der Erde erschaffen? Was ist der Sinn unseres Daseins? Allah informiert uns in der zweiten Sure des edlen Korans, dass die Geschichte nicht auf der Erde begonnen hat. Allah erschuf Adam und Eva und ließ sie zuerst im Paradies wohnen. Er gab ihnen die Freiheit, von allem im Paradies zu essen, außer von einem bestimmten Baum. Der Satan aber verführte sie, davon zu essen. Als sie davon gegessen hatten, wurden sie auf die Erde geschickt. Dort sollten sie geprüft werden. Diese Ereignisse im Paradies sind eine Lehre für die Menschen. Denn sie müssen verstehen, dass sie allen Geboten ihres Herrn Folge leisten und sich vor Satan und seiner List hüten müssen. Auf Erden zeigt uns Allah, dass das wahre Ziel unseres Daseins darin besteht, ihn allein anzubeten. Und ich habe Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Koran, Sure 51, Vers 56. Dies ist die Prüfung. Wer sie besteht, kehrt als Belohnung ins Paradies zurück. Es ist gerecht und barmherzig von Allah, dass er uns nicht im Dunkeln lässt, sondern uns klare Anweisungen gibt, um die Prüfung zu bestehen.
Allah hat uns Gesandte als Wegweiser und Verkünder von Botschaften gesandt, um uns zur alleinigen Anbetung Allahs aufzurufen, ohne ihm Partner, Teilhaber oder Kinder zur Seite zu stellen. Jeder Gesandte kam mit einem zeitlich begrenzten Wunder, das nur sein Volk sehen konnte. Das Wunder von Moses, Friede sei mit ihm, war der Stab und die Spaltung des Meeres in zwei Hälften. Mit der Erlaubnis Allahs vollbrachte Jesus, Friede sei mit ihm, das Wunder, Tote zum Leben zu erwecken und Kranke zu heilen. Bis zum Tag der Auferstehung wurde Muhammad, Allah ehre ihn und schenke ihm Heil, zu allen Menschen gesandt. Allah gab ihm den edlen Koran als ewiges Wunder und forderte die Menschen heraus, etwas Ähnliches vorzubringen. Dies ist im Laufe der Jahrhunderte niemandem gelungen und wird auch niemandem gelingen. Das Besondere am Koran ist, er ist das Wort Allahs des allmächtigen Schöpfers. Allah bewahrt den Koran und nichts hat sich an ihm seit seiner Offenbarung geändert. Es ist ein Buch, das dich persönlich anspricht. Im Lesen des Korans findest du Frieden und Führung und du wirst dich zwischen seinen Seiten mit deinem Geist, deinem Herzen und deinem Verstand verlieren. Der Koran ist nicht nur ein spirituelles Buch, er stellt auch das Gleichgewicht zwischen Geist und Körper her. Das Buch Allahs legt Richtlinien für religiöse Riten fest, die ein Muslim zur Anbetung seines Herrn ausführt. Zugleich bestimmt der Koran die Charakteristika der zwischenmenschlichen Beziehungen, von der Kleinfamilie und der Gemeinschaft bis hin zu den internationalen Beziehungen des Staates. Der Koran deckt in der Tat mit seiner umfassenden Lehre alle Aspekte des Lebens ab. Man fragt sich, hätte ein nicht belesener Araber in der Wüste vor 1400 Jahren all das hervorbringen können? Wenn dich Konflikte, Kriege und Verbrechen betrügen, dann wisse, Allah der Erhabene ist gerecht und weise. Für den Gerechten und Weisen sind die Guten und die Bösen nicht ebenbürtig. Eine Gleichbehandlung derjenigen, die die Prüfung bestanden haben und derjenigen, die sie nicht bestanden haben, ist daher ausgeschlossen. Das ist absurd und Allah ist frei von Absurditäten. Allah hat einen Tag des Gerichts und der Vergeltung festgesetzt, den Tag der Auferstehung. An diesem Tag werden die Geschöpfe aus ihren Gräbern auferstehen. Allah wird den gehorsamen Gläubigen mit einem ewigen Aufenthalt im Paradies belohnen und den Glaubensverweigerer mit ewiger Qual in der Hölle bestrafen. Niemand aber wird ins Paradies oder in die Hölle eingehen, bevor er nicht von denen, die ihm Unrecht getan haben, sein Recht empfangen und das Recht derer, denen er Unrecht getan hat, erfüllt hat. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm. Ein wahrhaft vernünftiger Mensch handelt für seine eigene unendliche Zukunft. Er sorgt dafür, dass er zu den Glücklichen und Gesegneten gehört und nicht zu den Unglücklichen und Bestraften.